Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Raccoon Wildlands. Wir müssen uns mit Agent Twitch zusammensetzen. Was sehr lustig ist. Und was machen die hier? Sauber, alle in Ordnung? Ja. Mal schauen, was der Agent Twitch so zu uns sagt. Also Valkyrie, also Agent Valkyrie, finde ich eigentlich ganz geil. Und Ghost natürlich auch. Aber Twitch, warum? Ist das ein Sponsor? Gut, dann schauen wir mal. Bin mal gespannt, wie das. Oh nein. Hier ist auf der anderen Seite hoffnungslos. Ach, na gut. Flatsch. War doch nicht. Das ist relativ. Zeigt. Okay, alles klar. Ach, da sind auch Rebellen. Okay. Da, das muss sie sein. Wow, eine Special Agentin, die nicht checkt, dass hier alle da sind, ja. Du bist dann wohl Twitch. Und ihr müsst die Ghosts sein, von denen ich schon so viel gehört habe. Es hieß, du brauchst Hilfe. Einer unserer brasilianischen Operator hat sich selbstständig gemacht. Hier in Bolivien habe ich die Spur verloren. Aber ihr sollt auf etwas gestoßen sein. Wir haben einen Laster voll Geld und einen Haufen tote Sicarios gefunden. Die haben alle umgelegt und das Geld liegen lassen? Klingt ganz nach unseren Mädchen. Bringt mich zum Laster. Ich will mir das mal ansehen. Na dann los. Nee, oder? Ernsthaft? Ja, komm, wir holen uns den Helikopter. Hi, Jungs. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Ich wollte gerade sagen, wie die kommt hier finden. Ui. Bolivien erinnert mich an Brasilien und die Operation Mystic Tiger. Was kannst du uns über Cavera sagen? Dass ihr hoffen solltet, dass sie gute Laune hat, wenn wir sie finden. Was könnte sie hergeführt haben? Welche Verbindung hat sie zu Bolivien? Wenn ich das wüsste. Sie ist in Josina aufgewachsen und in ihrer Jugend für Bagatellen verhaftet worden, bevor sie zu Bob kam. Glaubst du, sie hat Verbindungen zum Kartell? Cavera? Auf keinen Fall. Sie ist Verhörspezialistin bei Rainbow und liebt ihre Arbeit. Vielleicht etwas zu sehr. Verhörspezialistin, okay. Ich sehe mich mal um. Ihr haltet euch besser zurück. Nur zu. Messerwunde am Hals. Cavera war eindeutig hier. Genial. Der Laster hat ein Navi, das seine Fahrten aufzeichnet. Was gefunden? Das ist definitiv Caveras Werk. Ich habe herausgefunden, wo der Laster seine Fahrt begonnen hat. Nicht besonders viel, aber mehr haben wir nicht. Dann sehen wir uns da mal um. Okay. Ah, cool. Dann haben wir jetzt noch ein Mädchen an Bord. Finde ich cool.
Nicht nur so eine blöde Jungsrunde hier. War knapp. Was für ein krasses Wetter hier. Zeig dir noch was. Ich will noch mehr Geschichte. Interessante Drohne, die du da hast. So eine wie die habe ich noch nie gesehen. Ist auch einmalig. Ein Eigenbau mit den neuesten Teilen von Skelltech. Skelltech? Und ich dachte, wir hätten das ganze coole Zeug. Ja, fliegt schnell und leise. Praktisch nicht zu entdecken. Und sie hat einen Taser, der auf 7,5 Meter alles schocken kann. Ich kann fast überall hin. Und keiner merkt, dass ich da war. Wenn wir wieder in den Staaten sind, müssen wir das Rainbow-Magazin plündern. Ja, Skelltech. Ihr könnt Informationen sein. Wo sind denn alle? Es ist zu still. Seht euch um, mal sehen, was wir finden. Passt auf, die haben eine Alarmsicherung. So viel zum Alarm, es wird keine Verstärkung kommen. Das ist auf jeden Fall hier, oder? Wer vor diesem Funkgerät sitzt, weiß etwas. Findet ihn. Feindkontakt! Alle, alle! Na, was für eine Sauerei. Quédate quieto. Jeff? Ja. Überraschung. Und jetzt beantworte meine Frage, sonst war meine Stimme das Letzte, was du in diesem Leben hörst. Comprende? Por favor, ich sage alles. Wir haben einen Laster voll Geld gefunden, der von hier kam. Wohin sollte der? El Truco? Sí, der Gewinner eines Monats. Das Schwein Dengoso hat ihn gestohlen. Was ist das für ein Name, Dengoso? Hat er hier im Lager gewütet? Dengoso? Machst du Witze? Das war der Teufel persönlich. Hör mal, du Spaten, ich will einen Namen. Es war der Teufel. Er kam und hat sie getötet. Ich wollte Verstärkung rufen, aber der Teufel ist zu schnell. Er war wie der Blitz und hat alle getötet. Klingt nach unserem Mädchen. Was wollte sie? Bitte, sie hatte nur eine Frage. Wo ist Dengoso? Ich sagte, er hätte den Laster. Da wurde sie noch wütender. Hört ihr das? Seine Verstärkung ist im Anmarsch. Sieht nach einem Feuergefecht aus, Leute. Und jetzt? Position halten. Warum? Rosette Nerd, Kontakt! Wir haben jemanden wachgerüttelt. Sichert. Okay. Ich sehe hier halt niemanden. Also, boah, ich habe halt gar nichts zu sehen. Das wird wieder. Ich bin unterwegs.
Die denkt sich ja jetzt wahrscheinlich auch, was für Spaten hier. Scheiße nochmal! Granate fliegt! Haltet! Scheißdreck! Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Keine Sorge, ich bin unterwegs. Wir haben verdammt nochmal Verluste. Mann, nein, in Deckung noch. Hörst du mich? Ich bin gleich da. Schon lustig, dass ich mit dem Sniper einen Helikopter runterholen kann. Ihr solltet mal kommen und mit Rainbow spielen. Zuerst will ich wissen, wer dieser Dengoso ist. Aber nicht durch Zäune. Bowman, hier Nomad. Sorry für die Verzögerung. Wir waren hier ziemlich beschäftigt. Warten Sie, ich schalte Valkyrie zu. Nomad, haben Sie Cavera gefunden? Noch nicht, aber wir wissen, was sie in Bolivien will. Sie sucht jemanden namens Dengoso. Klingelt da was? Kommt mir nicht bekannt vor. Wir forschen nach und melden uns, wenn wir irgendetwas finden. Valkyrie, Ende. Jemand tritt dem Kartell gewaltig auf die Füße und ich weiß nicht wer. Ich melde mich wieder. Bowman, Ende. Bowman und Valkyrie melden sich, wenn sie was erfahren. Ich checke meine Ausrüstung und bereite die nächste Phase vor. Verstanden. So, uiuiui, das war mal ein Reinfall. Mijo, hörst du mich? Hola? Ich wohne jetzt in einem Haus. Abuela, und ist das? Wer hat dich in welches Haus gesteckt? Soll ich dich abholen? Nein, nein, mir geht es gut. Du musst mich nicht abholen. Aber wenn du mich besuchen würdest, das wäre schön. Claro, claro. So glücklich habe ich dich nicht erlebt, seit das Dorf niedergebrannt ist. Woher hast du das Haus? Esperanza Santa Blanca. Sie bauen Häuser für die Leute, die im Dorf wohnten. Die Stiftung des Cartels? Mierda, die sind gefährlich, Abuela. Geht es dir gut? Bist du in Sicherheit? Claro que sí. Aber es ist recht einsam in diesem Haus, so ganz allein. Wenn du mit deinen Ninos vorbeikommen könntest, wäre ich mal wieder in Gesellschaft. Sí, Abuela. Sag mir einfach, wo es ist. Nachdem das Busfeuer das Haus einer Einheimischen niedergebrannt hat, verschaffte ihr das Kartell ein neues Haus. Sie. Nomad, wir haben etwas über unseren mysteriösen Freund Dengoso ausgegraben. Nomad, Dengoso ist ein brasilianischer Bundespolizist. Er ermittelt verdeckt und hat das Santa Blanca-Kartell unterwandert. Er wollte Cash von Brasilien nach Bolivien schmuggeln. Was will Cavera mit ihm? Das wissen wir noch nicht. Aber wenn es Dengoso gelungen ist, das Kartell zu unterwandern, muss er gute Info haben. Und die will ich. Wir wissen lediglich von einem Versteck. Sehen Sie sich da mal um. Ich sende Ihnen jetzt die Koordinaten. Oh, wieder ganz da unten. Aha. Ja, warum nicht? Das interessiert mich auch. Karen, wir haben echt beschissene Freunde. Ich wollte, dass Bakatari uns ein paar Gruben für El Sueño und El Muro hinwirft. Aber der Bastard hat Amaru, dem Gründer der Rebellion, ausgeliefert. Ich muss sagen, das war ein schlauer Zug. Ohne Amaru hat Pakatari keinen Rivalen mehr, dem seine Führung streitig machen würde. Die Gruppe war immer schon zwischen beiden hin und her gerissen, aber jetzt kann keiner mehr Pak widersprechen. In den Händen des Kartells stirbt der alte Mann als Märtyrer und Pakatari wäscht seine Hände in Unschuld. Ja, Pakatari, der Bastard, benutzt mich. Aber hey, Amaru war der Einzige, der nicht mit uns Yankees arbeiten wollte. Es sollte jetzt viel leichter werden, mit den Rebellen zu kooperieren. Hm.
Interessant. Okay, dann hole ich noch das grüne Ding und den Orden. Und dann geht's los. Wo ist der Orden? Da ist der. Wo ist unser Helikopter? Links von mir. Okay. Ah ja, da oben. Genau. Wir sollten hier irgendwo Informationen finden können. Habe ich doch schon. Mann. Wo geht's hier raus? Da geht's. So, alles klar. Aber was will sie von dem? Eine Windmühle im Helikopter. So. Das ist ja gar nicht so weit. Mit dem Helikopter ist nie was weit. Aber warum will die den suchen? Ist der abtrünnig geworden oder hat er was über sie rausgefunden? Seht euch das mal an. Ziemlich große Stadt, wenn man die Lage bedenkt. Erinnert mich an Houston. Alles ist rund um die Ölraffinerie gebaut. Wieso tut ihr so überrascht, dass wir kennt das hier? Wir waren hier schon mal. Gut. Erreichen Sie das Apartment? Wo ist das Apartment? Entschuldigung. Ist das Apartment? Wahrscheinlich. Das muss den Gossos Bude sein. Suchen wir den Eingang. Meinte sie das da? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht doch. Weil beim anderen Haus habe ich gerade keinen Eingang gesehen. So auf die Schnelle. Ja, nö. Nö, das war's wohl nicht. Na gut, Entschuldigung. Entschuldigung. Alle wieder raus. Dann war's wirklich. Die Unidad nähert sich. Nein. Ha! Was hat euch aufgehalten? Oh. Zurück mit dir. Hi. Wir können weiter. Dann haben wir aus Versehen. Hi. Das Haus entdeckt. Wir müssen durchbrechen. Wie wäre es, wenn euch Rainbow zeigt, wie es geht? Wer hat eine Sprengladung? Ghosts ziehen leisere Lösungen vor. Finde ich besser. So, identifizier. Sieh mal hier, das ist Cavera. Damit gibt es eine Verbindung zu den Gosso. Ihr Ex-Freund, ein Ex-Geliebter? Bestimmt nicht. Weil er ein Bundespolizist ist? Nein. Belassen wir es erstmal dabei. Na gut.
Auf dieser Frachtliste des Kartells steht Dengossos Name, was beweist, dass er für das Kartell tätig war. Ich habe andere Infos, die auch darauf hindeuten. Was hat Cavera mit diesem Kerl zu tun? Jemand war vor uns hier, vielleicht eine Kollegin Cavera. Mhm. Dinah, wenn du da bist, heb ab. Ich stehe unter Druck. Santa Blanca hat mich enttarnt. Ich bin geflohen, aber sie halten mich im Chemical Institute Libertad fest. Ich konnte ein Handy stellen, aber sie dürfen es nicht bei mir finden. Keine Ahnung, wie lange ich noch habe. Bitte, rette deinen kleinen Bruder noch einmal. Diese Type, das sind Tiere. Bitte, mach schnell. Tyner, lass mich raten. So heißt Cavera mit Vornamen. Sie ist hergekommen, um ihren Bruder zu retten. Diese Nachricht wurde bereits abgespielt. Cavera. Sie weiß, wo Dengoso gefangen gehalten wird. Wir müssen uns ranhalten. Ja, glaub auch. Glaub auch. Da ganz unten. Ja, wieder zum Chemielabor, ne? Gut. Aber das würde ich dann wirklich wieder das nächste Mal machen. Sind zwar nur 20 Minuten, aber ich muss gerade richtig mega viel vorproduzieren. Für 4 Wochen insgesamt. Wir wissen jetzt mehr über Dengoso. Bei seiner Arbeit für Santa Blanca hat er irgendwelche Scheiße gebaut. Jetzt haben sie ihn geschnappt. Wenn Santa Blanca ihn hat, hält er nicht lange durch. Wir müssen uns beeilen. Sonst noch was? Ja, er heißt eigentlich Joao Pereira. Pereira? Das bedeutet... Genau, Cavera ist seine große Schwester. Das Kartell hält ihn im Chemischen Institut Libertad fest. Wir sind schon unterwegs. Cool. Gut. Dann... Ja. Oh nein, oder? Führten Sie Twitch zum Chemischen Institut und die ist noch... Gut, aber das machen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, sorry für nur 20 Minuten, aber wie gesagt, ich muss sehr viel vorproduzieren. Bye, bye.